Die Türen sind zwar geschlossen, getanzt wird trotzdem. Tanzschulinhaber Daniel Karer zeigt gerade seinen Auszubildenden, wie die Schritte noch eleganter wirken. So viel Zeit für den Nachwuchs hat er normalerweise nicht. Seit November ist die Tanzschule aber lockdownbedingt geschlossen. Wir haben jetzt seit 5 Monaten zu. Das bedeutet natürlich, dass wir natürlich auch keine Einnahmen haben oder weniger Einnahmen. Die Kosten bleiben natürlich gleich wie bei allen Unternehmen natürlich auch. Die Fixkosten laufen weiter, die Mieten, die Löhne und natürlich auch die Berufsausbildung. Die Mädels sieht man gerade im Hintergrund bei uns. Die Berufsausbildung machen wir jetzt zum Teil selbst, weil natürlich nicht mehr so viele Möglichkeiten sind, dass die Auszubildenden irgendwo hinfahren können. Aber natürlich auch da hätten wir uns gerne nochmal Unterstützung gewünscht, weil der Tanzlehrerberuf ist leider nicht förderwürdig, sodass wir da keinerlei Unterstützung kriegen. Martha Marie ist eine von 3 Azubis in der Tanzschule Karer. Sie ist froh, dass ihre Ausbildung trotz Corona-Pandemie weitergeht. Die aktuelle Situation fordert aber auch sie sehr stark. Also wenn wir zum Beispiel in Jena unsere Ausbildung haben und jetzt zum Beispiel Salsa-Musik kommt und du gerne mit jemandem zusammen tanzen möchtest, dann geht das ja nicht. Wir müssen alles alleine machen und können gar nicht so viel soziale Kontakte knüpfen, wie vielleicht man will sozusagen, weil man eben nicht die Chance hat, mit jemandem zusammen zu tanzen. Damit gerade überhaupt getanzt wird, hat sich die Tanzschule einige Alternativangebote ausgedacht. So gibt es die Tanzanleitung jetzt ganz einfach online. Natürlich ist es kein Ausgleich zu dem Tanzunterricht, den wir hier vor Ort liefern können. Aber die Leute sind natürlich sehr froh, dass sie überhaupt irgendwie tanzen können und dass sie einfach die Figuren nicht ganz vergessen müssen. Dass sie einfach im Wohnzimmer ein bisschen Platz machen können und dann einfach zu Hause die Schritte schön üben. Über 500 Clips hat Lisa mit ihrem Team inzwischen ins Netz geladen. Dabei gibt es 2 Arten von Tanzvideos. Zum einen sind das die Online-Unterrichtsvideos, wo die Leute wirklich mit uns die Schritte zu Hause lernen können. Und zum anderen haben wir einfach kurze Erklärvideos, wo sie einfach nochmal gucken können, wie denn genau diese Figur nochmal aussieht. Mit dem Online-Unterricht kann die Tanzschule aber nicht wirklich Geld verdienen. Um zu überleben, ist Daniel Karer auf die staatlichen Hilfen angewiesen. Für die Hilfszahlungen ist er zwar dankbar, allerdings ist von denen noch längst nicht alles angekommen. Die Novemberhilfe vom letzten Jahr haben wir erhalten, die Dezemberhilfe zur Hälfte, auch vom letzten Jahr. Die Überbrückungshilfe 2, die auch noch für das letzte Jahr gilt, ist beantragt, aber ist auch noch nichts da. Das heißt natürlich, es ist natürlich etwas eng, sagen wir es mal so, weil die Kosten laufen einfach weiter, aber die Hilfen, die brauchen doch ein bisschen Zeit, ehe sie da sind. Und sie decken natürlich nicht alles ab, was so ein Unternehmen eigentlich an Ausgaben hat. Daniel und Lisa wollen ihre Tanzschule natürlich so schnell wie möglich wieder öffnen. Das passende Hygienekonzept steht bereit. Was sie jetzt aber von Bund und Land erwarten, ist Planungssicherheit. Das erste ist natürlich erstmal einhellige Regelungen. Das heißt, dass die Regelungen oder dass die Anforderungen rechtzeitig bekannt sind. Das heißt, dass wir im Vorfeld, bevor wir aufmachen, am besten natürlich nicht eine Woche vorher, sondern vielleicht schon einen Monat vorher, wenn jetzt Sachen bekannt sind, rauskommt, okay, man braucht zum Beispiel eine Lüftungsanlage, es muss in die Digitalisierung investiert werden. Was wir haben, ist zum Beispiel schon eine elektronische Anwesenheitserfassung, wenn die Leute kommen. Das heißt, dass dann auch wirklich eine Kontaktnachverfolgung stattfinden kann, ganz problemlos. Natürlich Hygienekonzepte, das heißt Laufwege, wie viel Abstand brauchen denn die Leute, müssen die mit Maske tanzen, was müssen wir sonst alles noch tun? Wie gesagt, ein Punkt ist noch die Lüftungsanlage. Wir werden uns nächste Woche mit anderen Kollegen treffen und uns mit einer Firma unterhalten, die Lüftungsanlagen herstellt. Und wenn das natürlich noch ein Punkt sein sollte, der erforderlich ist, dann sind wir natürlich auch gleich mit dran und wollen natürlich auch alles vorbereiten, damit die Leute rechtzeitig zum Start natürlich auch bei uns anfangen können wieder. Wie und wann die Tanzschule wieder öffnen darf, ist derzeit noch komplett unklar. Bis zum 18. April gilt erst einmal noch der aktuelle Lockdown.